Ja, es soll jetzt darum gehen, dass wir überprüfen wollen, ob die Ereignisse Vater hat technisches Interesse und Sohn hat technisches Interesse, ob die abhängig sind oder nicht. Und da haben wir also ein Experiment gemacht und haben gemessen, dass von 470 Personen, da hat der Vater technisches Interesse und der Sohn auch. Dann bei 149 Personen, das sind eigentlich die Söhne, die man befragt hat, hat der Sohn ein technisches Interesse, der Vater aber nicht. Bei 150 Personen hat der Sohn kein technisches Interesse, der Vater hat aber technisches Interesse. Und bei 231 Personen haben weder Vater noch Sohn technisches Interesse. So, wie können wir das jetzt auf Unabhängigkeit überprüfen mit Hilfe des Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests? Wie geht das? Also wir müssen erst die Ränder hier rausfinden. Was steht hier in den Rändern? Was steht hier? 620. Sehr gut, Dankeschön. Was steht hier? 580. Jawohl, sehr gut. Und hier? 690. Und hier? Und insgesamt waren es, glaube ich, 1000. Das heißt, wir haben jetzt festgestellt, wir haben quasi 1000 Vater-Sohn-Paare befragt. Haben wir jetzt gesehen. Was machen wir jetzt als nächstes? Richtig. Die Zeilen- und die Spaltensummen, das ist das Äußere. Das heißt, Zeilen- und Spaltensummen, die übertragen wir. 380. 80.000, wieso schreibe ich Unfug gerade? 1381 und 619. So, hat jetzt irgendjemand schon rausgefunden, was in der Tabelle stehen muss? Fangen wir hier oben an. Hat es jemand raus? Gut, dann mache ich's. Das sind 38, 383 muss da stehen. 383. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, das ist keine Rosamunde-Pilcher-Zahl. 0,78 eigentlich. Weil wir durch 1000 teilen, kommt dann sowas in der Form raus, dass man zumindest keine nicht abbrechenden Dezimalzahlen hat. Das mal dem durch das ergibt dann das. Jetzt rechne ich das mal dem durch das. Das ist die 381 mal 620. Da kommt raus 236. 236,2. Ich runde das jetzt doch. Habe keine Lust drauf, das genauer zu machen, weil sonst geht mir auch die Vierfeldertafel aus dem Leim. Hat das hier unten jemand gerechnet? Sehr gut. 235,2. Dann fehlt uns noch der hier. 144,78. Schreibe ich Komma 8 gleich hin. Gut. So, das ist NE, das ist NO. Und wenn Sie jetzt anschauen, dann sehen Sie, da sind große, viel größere Differenzen als vorher drin. Jetzt rechnen wir die Chi-Quadrat-Statistik aus. Die Chi-Quadrat-Statistik, wie geht das? Die Chi-Quadrat-Statistik, jetzt hier in dem Fall. Hier fangen wir an. Das ist 470 minus den hier, minus 383,8 zum Quadrat durch den hier. Und wenn Sie da hingucken, das ist schon ziemlich gewaltig, diese Zahl, ja? Also das heißt, schon allein der hier erdrückt vermutlich die komplette Aufgabe. Theoretisch brauchen Sie jetzt gar nicht mehr weiterrechnen, weil das wird nichts mehr. Das ist hier fast eine Differenz von 100. 100 ins Quadrat geteilt durch 400 bin ich schon bei 25. Da bin ich schon über den 2, ja? Also das heißt, schon allein der Summand erdrückt die Gesamtkombination. Ich mache trotzdem weiter. Mal 105, plus 150
minus 236,2 durch 236,2 zum Quadrat der hier, dann plus 149 minus 235,2 zum Quadrat durch 235,2 plus, und jetzt müssen Sie noch den hier rechnen, das ist 231 minus 144,8 zum Quadrat durch 144,8. So, und dann brauchen wir etwa einen Wert. Das tippe ich jetzt nicht in den Taschenrechner ein, da gucke ich jetzt in der Musterlösung nach. Aber Sie können das ruhig physisch rechnen. Und laut Musterlösung kommt daraus 133,8 etwa. Sie rechnen das nochmal nach, weil nachdem ja vorhin ein Fehler passiert ist, kann da durchaus wieder einer passieren. So, und das ist natürlich weitaus größer als die 2, die es sein darf, 2,71. Und damit ist das natürlich ganz klar abhängig. Ich hätte Ihnen das auch gleich sagen können. Also ich habe das von dieser Situation aus gesehen. Und zwar ist das so, wenn Sie sich diese Tabelle anschauen, dann ist die Hauptdiagonale sehr stark dominant. Und Sie sehen, hier ist die Hauptdiagonale, das ist das hier. Die ist wesentlich geringer als diese hier. Ja, das heißt, diese Werte sind weitaus höher als hier. Und diese Werte, die sind einfach zu niedrig. Die sind zu niedrig und die in der Hauptdiagonalen sind zu hoch. Ja, das heißt, da müsste ja irgendwie eine Gleichverteilung sein, so Pi mal Auge. Aber diese, das heißt, wenn der hier sehr hoch ist, hätte der hier sehr niedrig sein müssen. Aber das ist es nicht. Ja, das heißt, deswegen habe ich von diesem Bild hier schon erwartet, dass da eine gewaltige Abhängigkeit ist. Und das hier ist natürlich auch ein gewaltiger Wert. Also 133 versus 3, ja, da kann man schon von einer sehr, sehr starken Abhängigkeit sprechen, was uns unter uns ja auch klar war. Ja, das heißt, das ist so, sehe ich ja auch bei mir und so soll es auch sein. Meine Jungs, die haben im Großen und Ganzen alle mein Hobby. Ich sage Ihnen nicht, was mein Hobby ist, aber Sie können es sich ja denken. Und deswegen, ja, wir Eltern, wir haben nun mal einen Einfluss auf die Hobbys unserer Kinder. Wir dürfen es nur nicht übertreiben, sonst mögen sie es irgendwann mal nicht mehr. Gut, gibt es da Fragen dazu? Haben Sie die 133 verifiziert? Haben Sie nicht gemacht? Das heißt, Sie haben mir geglaubt. Ich hätte es nicht gemacht, ich hätte mal versucht zu verifizieren. Okay, die andere Aufgabe mache ich jetzt nicht, die ist jetzt genau so das Gleiche. Also von der Idee her ist es genau sowas hier, nur mit anderen Zahlen. Die können Sie, weil jetzt sage ich schon, als Hausaufgaben machen, die können Sie selbst zu Hause üben. Hausaufgaben gebe ich ja nicht.